Das Windrad auf dem Feld. Gut für die Umwelt und ein Spitzengeschäftsmodell für Unternehmer. Denn mit dem Hinweis, die Welt ein bisschen besser zu machen und noch Geld dabei zu verdienen, sammeln Unternehmen hunderte Millionen Euro bei Kleinanlegern ein. Ganz vorn dabei ist die Windenergiefirma Procon. 8% Renditeversprechen steckt jedes Sparbuch in die Tasche. Aber wie sicher ist so eine Geldanlage? Wir haben nachgehakt. Es klingt verführerisch. An der Energiewende mitverdienen, das Ersparte in eine gute Sache anlegen und dafür auch noch hohe Zinsen kassieren. Es ist Zeit, etwas zu verändern. Investieren Sie bei Procon. Jährlich 8% Zinsen durch faire Gewinnbeteiligung. Procon. Mit Versprechen wie diesen hat es der Windparkbetreiber zum Platzhirschen geschafft. Über 1 Milliarde Euro eingesammelt. Erspartes von Kleinanlegern. Oder vertrauen Sie noch Ihrer Bank. Procon. Die Alternative für Ihr Geld, wenn es um Sicherheit und Rendite geht. Procon verspricht alles auf einmal. Hohe Zinsen, Sicherheit, ein gutes Gewissen. Mit einem Investment in Windkraft. Und wir fragen uns, kann das wirklich gut gehen? Hier beginnt unsere Suche. Donnerstagabend, ein Tagungshotel in Darmstadt. 200 Stühle, fast alle besetzt. Von ihnen wollen die Procon-Verkäufer Geld einsammeln. Jede Woche in einer neuen Stadt. Die Botschaft ist einfach. Der Laden brummt. Klar, denn Wind weht ja angeblich immer. Bei Procon hat noch nie jemand Geld verloren. Sie können sich ziemlich sicher sein, dass wenn in Schleswig-Holstein Windflaute ist, frischt der Wind in Sachsen-Anhalt oder Rheinland-Pfalz auf. Dadurch streut sich eben auch das Risiko. Procon verkauft auf diesen Veranstaltungen sogenannte Genussrechte. Man leiht dem Unternehmen quasi Geld. Im Gegenzug gibt's Zinsen. Man wird am Gewinn beteiligt, wenn es denn einen gibt. Doch daran zweifelt hier kaum jemand. Es klang für mich auf alle Fälle plausibel, weil die Firma schon seit 17 Jahren, glaube ich, dabei ist und eigentlich bis jetzt auch immer Gewinne gemacht hat, ne? Es war viel mit Gewinne, war erzählt worden. Es war auch eine gute Aufstellung, da gewählt worden. Also ich war angenehm überrascht vom ganzen Auftreten der Leute her. Nicht so die typischen Gangster mit Krawatten. Über 1,2 Milliarden Euro haben die Anleger Procon bereits anvertraut. Täglich kommen Millionen hinzu. Geld von fast 70.000 Anlegern, das vom Überleben einer einzigen Firma abhängt. Erstaunlich, denn Windparks mit solchen Traumrenditen sind keine sichere Geldanlage, trotz staatlicher Förderung. Das Problem, viele Windräder wurden mit völlig überzogenen Prognosen geplant. Und bei Anlegerschützern türmen sich bereits die Fälle von geschädigten Mandanten. Meine Kanzlei vertritt alleine eine hohe vierstellige Anzahl an Anlegern, die in Windparkprojekten, aber auch in Solarprojekten ihr Geld investiert haben und wo man feststellen muss, dass die Projektgesellschaften viel zu optimistisch in der Planungsphase gewesen sind, was die Ergiebigkeit der jeweiligen Standorte angeht und was vor allen Dingen die Renditen angeht. Und da kippen dann die Betreiber reihenweise um. Kann Procon das wirklich so viel besser? Tatsächlich mischt das Unternehmen seit vielen Jahren mit, beschäftigt nach eigenen Angaben über 1000 Mitarbeiter, betreibt 38 Windparks in Deutschland und 9 in Polen. Doch seit über 2 Jahren wurde in Deutschland kein einziger Park mehr in Betrieb genommen. Warum also braucht Procon so viel frisches Geld? Die Befürchtung steht im Raum, dass es sich bei Procon um ein riesiges Schneeballsystem handelt. Solange Sie nicht nachweisen können, dass Sie wirklich Gewinne erwirtschaften, die es zulassen, eine so hohe Verzinsung, sogar 8% in den vergangenen Jahren, zu zahlen, muss man Zweifel haben, ob diese Zinsen nicht aus dem frischen Anlegergeld gezahlt werden. Es ist ein schwerer Verdacht. Macht Procon gar nicht genug Gewinn, um daraus die Zinsen der Anleger zu zahlen? Professor Olbrich von der Universität des Saarlandes hat die öffentlich abrufbaren Zahlen für Plus-Minus analysiert. Wir haben jetzt keinen Jahresüberschuss ermitteln können, der es ermöglicht, daraus solche Zinszahlungen zu leisten. Das heißt, aus dem laufenden Geschäft kann Procon diese Zinsen an die Anleger nicht bezahlen. Wir haben keinen Hinweis darauf gefunden in diesen Unterlagen, dass die Procon in der Lage wäre, diese Zinszahlungen zu leisten aus ihren operativen Geschäften. Was heißt das? Das heißt, dass diese Gelder irgendwo anders herkommen müssen. Und wir sind weiterhin auf der Suche nach der Quelle dieser Gelder.
Der Bilanzexperte hat die Procon-Zahlen für uns nachgerechnet. Die Einnahmen und Ausgaben nach geltendem Handelsrecht korrigiert. Wir müssen dann ja auch noch 58,3 Millionen Euro an Zinsen zahlen an die Genussrechtsinhaber, sodass wir dann kommen auf einen Fehlbetrag von 45,4 Millionen Euro. Über 45 Millionen Euro Miese. Und was sagt Procon zu all dem? Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Firmenchef. Also darüber habe ich noch recht, das wird dann nicht gesendet. Ne? Diese ganze Medien-Hetz-Kampagne, ja? Ich sag mal, gucken Sie mal wirklich in dieser Welt rum, was hier eigentlich richtig und falsch läuft. Und dann machen Sie mal eine wirkliche Reportage über das, was da schief läuft. Procon verweigert sich jedem Interview. Auch unsere schriftlichen Fragen bleiben unbeantwortet. Wir würden gerne was sagen, positiv, wenn es denn auch so geschrieben wird. Da Procon unsere Fragen nicht beantwortet, suchen wir selbst weiter. Wir fahren nach Bahnsdorf-Friesenheede in der Nähe von Bremen. Von der Procon-Firmenseite wissen wir, hier plant Procon einen riesigen Windpark. Aktueller Verkehrswert angeblich 3 Millionen Euro. Der stellvertretende Bürgermeister zeigt uns die Fläche. Diese Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Wietingsmoor und diese Festsetzung ist seit 1969 erfolgt. Landschaftsschutzgebiete sind nach dem neuesten Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg harte Tabukriterien für Windparks. Das heißt, hier wird keine Windkraftanlage stehen, kein Windpark von Firma Procon. Doch wo kein Windpark steht, kann auch kein Strom verkauft werden. Und Barnsdorf ist längst nicht das einzige Beispiel. Für Procon ist das ein Desaster. Nun, zum einen müssen natürlich die Kosten für die einzelnen Projekte erbracht werden, um die Renditen endlich erwirtschaften zu können, um die Projekte auch ans Netz zu bekommen. Darüber hinaus ist der laufende Kapitalbedarf des Unternehmens für den täglichen Gebrauch sozusagen sicherzustellen. Und wenn ich dann noch zusätzlich 8% Zinsen an die Anleger ausschütten muss, dann wird das Wasser sehr, sehr dünn, beziehungsweise es schnürt mir langsam die Luft ab. Noch hat bei Procon niemand Geld verloren. Noch zahlt Procon Traumrenditen. Noch.